Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video möchte ich mal etwas sagen zur Aussagekraft von Bilanzkennzahlen. Zunächst einmal, was sind Bilanzkennzahlen? Nun, da gibt es eine ganze Reihe von Bilanzkennzahlen, zum Beispiel Umsatz, Rentabilität, Eigenkapital, Rentabilität, Liquiditätsgrade und so weiter. Und die Frage ist nach der Aussagekraft dieser Kennzahlen. Und da müssen wir einfach mal zwei Dinge festhalten. Nämlich, wenn wir hören, die Umsatzrentabilität eines Unternehmens sei 8% und die Eigenkapitalrentabilität sei 4%, was sagt das aus? Und zwei Dinge, wie gesagt, müssen wir festhalten. Grundsätzlich sind Bilanzkennzahlen, also die Aussagekraft von Bilanzkennzahlen, gilt nur im Zeitvergleich. Das heißt also, wenn wir hören, die Umsatzrentabilität in diesem Jahr war 8%, im letzten Jahr 6%, dann hat das eine Aussage, also Zeitvergleich und im Branchenvergleich. Und Sie sehen, das entscheidende Wort ist hier Vergleich. Das heißt, wir brauchen eine Vergleichs-, wir brauchen eine Bezugsgröße. Eine kleine Ausnahme bietet die Eigenkapitalrentabilität, weil sie uns automatisch eine Bezugsgröße bietet. Nämlich die Bezugsgröße für die Eigenkapitalrentabilität ist immer der Kapitalmarkt. Das heißt, wenn wir hören, ein Unternehmen hat eine Eigenkapitalrentabilität von 8 oder 9%, können wir das vergleichen mit dem, was es auf dem Kapitalmarkt zurzeit gibt, da zurzeit die Zinsen eigentlich schon seit längerer Zeit sehr, sehr niedrig sind, ist also eine Eigenkapitalrendite von 8 oder 9% im Vergleich zur Anlage auf dem Kapitalmarkt ein guter Wert. Ob das im Branchenvergleich ein guter Wert ist, ist eine zweite Frage. Also Zeitvergleich und Branchenvergleich sind die beiden Messgrößen, um die Aussagekraft einer Bilanzkennzahl wirklich zu erfassen. Ja, das war's für dieses Video. Schauen Sie unbedingt in meinen Shop. Viele, viele Lernmedien, Videocoachings, leichteres und schnelleres Lernen. Spaßlerndenk-shop.de. Dankeschön, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.